So, ihr Lieben, wir haben euch versprochen, und zwar öffnen wir wieder ein Adventstürchen für euch aus dem Adventskalender, aus dem Ritzo Adventskalender. Und heute habe ich für euch ein was ganz Tolles. Und zwar eine ungarische Paprikacreme, eine gemahlene Paprikacreme. Der Ungar verwendet es ganz einfach für all seine Gerichte, was mit Paprika zu tun hat. Ob es ein Gulasch ist, ob es eine Fischsuppe ist, ob es vielleicht sogar ein Melek-Sandwich, also eine Karlsbader Schnitte nennt man das vielleicht auch, wo man ganz einfach so ein bisschen was von dem Paprika, von der Paprikacreme dazu tun kann. Die Paprikacreme ist scharf, also nicht extrem scharf, aber eine gute Würze. Und es gibt sogar wirklich verrückte Typen, die das Ganze als Brotaufstrich nehmen, und zwar anstatt von einer Nuss-Nougat-Creme. Also ihr Lieben, viel Spaß damit, meine Paprikacreme für euch.